Wie angekündigt, möchte ich heute mal jetzt testen, ob dieses Ding funktioniert. Strom habe ich hier angeschlossen. Also hier kommt Main Power rein. Dieses Gebömsel hier, damit kann man auswählen, in welchem Land man dieses Gerät betreibt. Das ist irgendwie Japan, USA und der dunkelbraune, das ist eine Voltspannung von 200 bis 260 Volt, also das passt für uns. Was ich mal noch weggelassen habe, ist der hier. Der ist für das Marquee-Light. Getestet habe ich bereits die Hauptsicherung und die anderen Sicherungen. Das ist einfach so eine Durchgangsprüfung. Und das war alles in Ordnung, hat alles funktioniert. Und jetzt gebe ich mal hier Saft drauf. Und lasse die Kamera laufen, in der Hoffnung, dass es nicht bumm macht. Also, sollte jetzt theoretisch noch nichts passieren, wenn ich das reinstecke, weil die Türsicherungen noch drin sind oder draußen. Ah. Okay, wie gesagt, da tut sich noch nichts. On-Off-Switch. So, und jetzt Türsicherung 1. Superways Electro Arcade. Also man hört, das Ding läuft. Perfekt. Dann legen wir mal das Multimeter so rein, in der Hoffnung, dass man da was lesen kann. Na, wenn ich es ein bisschen hoch tun würde, wäre das auch nicht das Schlechteste. So, jetzt kann man das so einigermaßen lesen. Und ich habe mir hier so eine kleine Tabelle gemacht mit Hilfe der Schematics, was wo wie gemessen werden muss bzw. wie das Ergebnis sein soll. Lege ich mir mal da oben hin. Wir fangen mal an mit DC Wechselstrom. Haben wir hier Wechselspannung. Da muss ich messen. Pin 5, das ist der hier, Ground, und Pin 1 zum Beispiel. Und das sollten jetzt 10,6, maximal 14, 15 Volt drauf sein. 12 müssten überall das gleiche sein, weil die miteinander verbunden sind. Also das passt schon mal. Dann gehen wir jetzt auf Wechselspannung. AC, da messen wir Pin 6. Mal umdrehen, dass ich nicht verwirre. Das ist der hier. Und Pin 7. Da sollten jetzt um die, mal kurz spicken, 36 Volt drauf sein. Das sind 1,8, da passt was nicht. Nochmal schauen. Pin 6, Pin 7, AC. AC ist eingestellt. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 und 6. Das geht. Stimmt nicht. Gehen wir mal zu 8 und 9. Hier sollten 6 Volt AC drauf sein. Das scheint mir alles ein bisschen hoch oder in dem Fall zu hoch. 13 und 15, 60 Volt. Dann die letzten. 13, 15,
Das ist alles immer nur die Hälfte. Und 13, 14 sollten 30 sein. Da habe ich 36. 14, 15 sollten auch 30 sein. Dann habe ich 9. Irgendwas passt da nicht. Okay, mal kurz Stopp. Also, gerade noch mal ein bisschen nachgeschaut. Das haut irgendwie nicht so hin, wie es soll. Leider. Die AC Voltages stimmen nicht. Und das ist natürlich Mist. Jetzt glaube ich nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es an dem Big Blue liegen kann. Es gibt ja Leute, die sagen, der muss immer getauscht werden. Das Ding ist 40 Jahre alt. Da müsste ich jetzt mal nachlesen, ob das wirklich an dem liegen kann, was ich mal gemacht habe. In der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwas bringt, ist das Marquee-Light eingesteckt. Zeige ich euch gleich, wie das ausschaut, ob das leuchtet. Aber ansonsten passt das leider nicht. Also, ich schaue jetzt mal, ob das vielleicht an dem Big Blue liegen kann. Wenn nicht, tauschen wir den aus. Da habe ich Ersatz tatsächlich sogar da. Weiß, glaube ich, auch sogar wo. Ansonsten ist irgendwas anderes defekt. Also, nochmal raus mit dem Ding. Und nochmal genau schauen, ob auch wirklich alles passt. Und jetzt Stichwort Marquee-Light. Das schaut so aus. Also, es kriegt Power. Man sieht es hier. Und auch hier leuchtet leicht, aber da wird wohl die Röhre kaputt sein. Muss ich mal schnell schauen, ob ich da Ersatz da habe. Also exakt die Größe nicht. So eine dicke Röhre habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber 15 Watt. Ich habe noch eine von Osram Cool White und Sylvania Cool White. Die war irgendwie noch eingepackt, deswegen nehmen wir mal die. Schauen wir mal. Also jetzt passt die natürlich nicht hier rein in die Halterung. Ich habe die jetzt nur mal so reingelegt, einfach um mal zu testen, ob das geht. Und die Halterung können wir dann einfach ersetzen, für den Fall das. Also gebt mal da jetzt mal Saft drauf. So, Kamera läuft. 3, 2, 1. Rumkommen. Also auch nicht wirklich. Vielleicht ist ja auch der Starter kaputt. Ich könnte jetzt mal, tu mal die Sylvania rein. So, schneller Wechsel. Saft, 3, 2, 1. Ja, die startet auch nicht richtig. Jetzt ist die Frage, ob die alle kaputt sein können. Oder ob es wirklich der Starter ist. Das muss ich mal schauen, schnell. Ja, und für alle, die sich fragen, was ist der Starter? Das ist dieses Ding hier. Ist in eigentlich jeder Leuchtstoffröhre drin. Heutzutage bei den Neonröhren ist noch so ein Fake-Starter drin. Den kann man rausmachen, was mit einer Hand sehr schwierig ist. Um nicht zu sagen unmöglich. Und dann ersetzen. Ich mache den mal raus. Also, so sieht der aus. Hat da unten zwei Nüppel. Und da habe ich glücklicherweise jede Menge Ersatz. Sogar etwas moderneres Zeug auch. Den bauen wir jetzt mal ein. Dann schauen wir mal. So, neuer Starter am Start. Mal gucken. 3, 2, 1. Da tut sich gar nichts. Okay, ich bin jetzt nochmal tief ins Archiv gestiegen und habe einen Starter mit ähnlichen Spezifikationen gefunden. Neuer Versuch. Aha, here we go. Jetzt ist natürlich die Frage, lag es am Starter und oder an der Röhre? Deswegen tauschen wir jetzt doch nochmal die Röhre aus. Zu der dicken am Anfang. So, here we go. Fette Röhre drin. Okay, die ist jetzt nicht ganz so schön wie die andere. Ist hier ein bisschen dunkler, sieht man ja ganz gut auf dem Video. Hier auch. Bin hin und her gerissen, ob ich die jetzt drin lassen soll oder nicht. Weil es halt die Originale ist, aber na gut, wenn es schlecht aussieht, bringt es auch nichts. Gibt ja Leute, die sagen, ersetzt das Zeug gleich durch LED-Röhren
und ich bin ja echt großer Fan von LEDs, LED-Röhren auch, bei mir im Haus eigentlich auch überall. Ich weiß aber nicht, ob es die gibt. Müsste ich jetzt mal schauen. Ich glaube, ich lasse es jetzt mal so lange, weil das andere war auch kaltweiß, das ist warmweiß. Sieht vielleicht ein bisschen schöner aus mit dem Maki. Also, dann haben wir zumindest das Problem gelöst. Jetzt nochmal zurück zum Power Supply. Ach, wie heißt es auf Deutsch? Netzteil. Stromversorgung. Ich habe gerade noch schnell gelesen, dass man messen kann, ob der Big Blue, der auf der anderen Seite ist, kaputt ist, indem man hier, was eigentlich eine Gleichstromspannung ist, Wechselspannung misst. Und wenn da der Wert größer als 0,5 ist, dann ist der Big Blue kaputt und sollte ersetzt werden. Wenn das kaputt ist, soll es auf jeden Fall ersetzt werden. Also gib mal Strom drauf. Geh mal auf AC. Und jetzt, meine Hände sind nicht im Weg. Lead hier hin. Lead dahin. 0. Also, der scheint nicht kaputt zu sein. Jetzt bin ich echt verwirrt. So, jetzt hatte ich mein Problem gerade bei Facebook gepostet. Hat sich jemand gemeldet und gesagt, er hatte genau das Gleiche. Er hat den Big Blue ersetzt und damit war das gelöst. Dann machen wir das doch jetzt auch mal. Und der Big Blue wird ersetzt durch ein Big Black. Ist quasi das Gleiche, nur in Schwarz. Schade, dass der nicht mehr so schön blau ist. Okay, also raus mit dem Ding. Okay, ja, wenn man ihn jetzt hier genau anschaut, sieht schon aus, als wäre der so ein bisschen ausgelaufen. Also ersetzen wir den doch einfach mal. Und nochmal. Positiv, negativ. Man sieht es hier auch. Da ist Minus. Also, Orange ist Plus. Das muss dann so rein. So. Hier oben festziehen. Und das war's schon. So schnell ist aus dem Big Blue ein Big Black geworden. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob das geht. Let's check. So, das Setup kennen wir schon. Ah, oh, Leute, wenn es das wäre, es wäre göttlich. Also, zack, zack. Machen wir nochmal den DC-Test erst mit Ground. Und Pin 1, da haben wir den gleichen Wert wie vorhin. Hat sich also nichts geändert. Ist auch gut so. So, und jetzt kommt's. AC, Pin 6. Oh, come on. Pin 7. Los jetzt. 36. Ach, scheiße. Keine Änderung. Fuck! Sollte man sagen dürfen. Das darf doch nicht wahr sein. Was läuft denn da falsch, ey? Mann, 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 Mann. Das wäre jetzt ein easy fix gewesen. So, nächster Versuch. Ich möchte jetzt mal was testen. Und zwar ist unter diesem Big Blue, Big Black, ist so eine Platine mit zwei Dioden drauf, die man auf ganz vielen dieser alten Netzteile gar nicht mehr sieht. Ich habe die jetzt mal weggenommen, aber angeschlossen gelassen. Das heißt, der ist jetzt direkt an den Plus und Minus angeschlossen, ohne diese Platine. Und jetzt schauen wir mal, ob sich da was ändert. Vielleicht macht es auch gleich Fupp und wir haben Feuerwerk. Na komm, so, Strom. Okay, es hat schon mal nicht Fupp gemacht. Das ist schon mal gut. Gleiche Tests. Kennen wir ja schon.
Ground. So, Ground. Ich muss auf DC gehen. So, da sind wir jetzt bei 10,6, wie es sein sollte. Okay, vorhin waren es 12. Und jetzt gehen wir mal auf DC. Zack. Pin 6. Come on, Pin 7. 0,3. Scheiße. Ich war schon hoffnungsvoll. Oh Leute, mich macht das wahnsinnig. Aber really. So Leute, never surrender, never give up, never retreat. Ich glaube, ich weiß, wo der Fehler liegt. Und zwar habe ich mich auf ein Video aus dem Internet verlassen, wo die Nummerierung eben so ist, dass das Pin 3 ist, eben wie man es hier links auf der Grafik sieht, Pin 6 und Pin 7. Und da hat es ja dann ist gehangen. Und ich glaube, dass die Nummerierung so sein muss. Sprich, das ist nicht Pin 1, nicht Pin 3, sondern Pin 1. Und um 6 und 7 zu messen, muss ich also den hier und den hier verbinden. Und da sollten es dann so 36 Volt oder was immer auch sein. Das messen wir jetzt mal. Ah, hoffen mal, dass das jetzt so ist. Neues Spiel, neues Glück. Auf geht's. Strom. Also nochmal. Das ist die 5. Und mit der 3 zusammen müssten wir jetzt an die... Genau, 12 Volt, das hatten wir vorhin schon. Das war früher die 6, das müsste jetzt die 4 sein und hier müssten dann auch 12 Volt drauf sein. Und genau so ist es. Also, so und jetzt auf AC umstellen. Und das ist jetzt die neue 6. Hier. Und das verbinden wir mit der 7. Achtung, jetzt kommt's. Bäm! Sind es keine 36, aber da ist jetzt auch keine Last dran und gar nichts. Das müsste jetzt so hinhauen. Okay, so, jetzt können wir noch eins testen. Und zwar die 8 und die 9. Das ist jetzt die 8. Und die 9 ist das hier. Und da müssten jetzt um die 6 Volt rauskommen. Yes! Oh, Leute, ich glaube, es läuft. Ich glaube, es läuft. Na also. Jetzt haben wir wahrscheinlich den Big Blue umsonst getauscht, aber egal. Egal. Hauptsache, es läuft und der ist jetzt zukunftssicher. Bis zu meinem Tod. Also noch 50 Jahre hebt er jetzt. Sehr gut. Strom aus.